Sie schauen zu Zürich Info. Schön, sind Sie dranbleiben. Es gibt nur 3 Menschen auf der Welt, die schon in der Antarktis sind, schwimmen. Der 51-jährige Südafrikaner Ram Barkay ist einer davon. 20 Minuten lang hat er es dort ausgehalten. Das hat er heute toppen, und zwar im Zürichsee. Bei 4 Grad Wassertemperatur ein lebensgefährliches Unterfangen. Ärzte und Retter sind darum parat gestanden. Beim glückten Weltrekord dabei war ist der Mario Notaris. Noch die letzten paar Meter und dann hat es ein Südafrikaner Ram Barkay geschafft. Der neue Weltrekord im Kaltwasserschwimmen. 2 Kilometer in 43 Minuten knapp 4 Grad im Wasser. Das hat noch kein Mensch vor ihm geschafft. I can't move. Fine, we're gonna pick you up and put you in the car now. Der Ram Barkay kann kaum mehr reden und sich auch fast nicht mehr bewegen. Die Helfer müssen ihn stützen, um ihn ins warme Auto zu bringen. Angefangen hat das Ganze 2 Stunden vorher in Zürichhorn mit einem Briefing. Die Wassertemperatur war 4,3 Grad vorher und der Windchill, also das, was wir spüren, ist minus 7,5 Grad. Überwachen tut das Ganze der Arzt Beat Knechtli. Er ist selber Weltrekordhalter im 5-fachen Ironman und eine grosse Kapazität im Bereich Ausdauersport. Ihn interessiert an diesem Projekt, dass es vor dem Andrew Chin und der Ram Barkay überhaupt noch nie jemand versucht hat, über 20 Minuten in so kaltem Wasser zu schwimmen. Und zum Schauen, der Übergang vom Leben zum Tod und kurz vor dem Tod verwünschen, dass es noch nicht schlimmer wird. Am Punkt 2 steigen die 2 Südafrikaner dann beim Zürichhorn ins Wasser. Am Anfang läuft noch alles gut. Nach 20 Minuten aber, am kritischen Punkt, muss der Andrew Chin aufgeben. Erschöpft wird er aufs Boot gezogen. Der Ram Barkay aber, der kämpft weiter. Come on, Ram, come on, come on! Noch 50 Meter und hat es wirklich geschafft. Dann kann er ins warme Auto und als erstes fragt er, wie geht's meinem Kollegen? How is Andrew? Is he okay? Seinem Kollegen Andrew geht es zum Glück gut und ihm geht es jetzt auch gleich besser. Im Hallenbad City wartet nämlich eine warme Dusche. Er hat es überlebt. Ich habe bis jetzt nicht gewusst, dass man das überleben kann. Nein. Der andere ist bei 20 Minuten raus. Da war etwa die Schallgrenze gesehen bis jetzt. Und hat jetzt über 40 Minuten mögen. Oh, beautiful. Great. Beautiful. Über 40 Jahre lang steht er im Dienst der Kantonspolizei. Die letzten 18 davon als Mediensprecher. Der Karl Steiner, der sympathische Herr im Kittel, ist auch ein altbekanntes Gesicht auf Tele Zürich. Wenn irgendwo im Kanton ein Unfall oder ein Verbrechen passiert, ist er vor Ort und informiert. Heute hat der 65-Jährige seinen letzten Arbeitstag gehabt. Der Mercio Bruder hat ihn begleitet. Mit der sogenannten Maus wird der Karl Steiner heute heim abgeholt und ins Geschäft gefahren. Das letzte Mal nimmt er die Stege, das letzte Mal sitzt er an seinem Platz. Letzte Andenken an 41 Jahre Polizeidienst liegen auf dem Pult. Und auch wenn es schwerfällt, dem Karl Steiner seine Zeit ist gekommen. Ich bin 65 und dann bleibt einem nichts mehr anders übrig. Sie wären also schon noch ein bisschen geblieben eigentlich? Von dem aus gesehen ja, weil die Arbeit macht nach wie vor Spass und es ist ein gutes Team, wo wir da zusammen arbeiten.